Ah ja, jetzt habe ich wieder völlig verlernt, wie die alte Kamera geht. Ich bin ja jetzt mal wieder tritra-trulala mit der alten Kamera unterwegs und ja, im Prinzip kann die ja auch fast das gleiche wie die andere. Also Mikrofon, wie kann ich mich, ich habe früher nicht gesprochen, ich war früher mehr sprachlos. Aber wir werden das sehen, also ich glaube, die kann auch Mikrofon. Heute flächendeckend weiß, obwohl Hochdruckgebiet, volle Kanne, ihr wisst Bescheid. Alles nicht mehr das, was das mal war. Und jetzt versuchen wir mal den Zoom hier von der Kamera, damit man auch erkennt, dass das wirklich weiß, weiß, nochmal weiß, bis ins Unendliche quasi, Horizont und alles drum und dran, ist weiß. Da ist jetzt nichts blau. Vorhin war noch ein kleines Stück irgendwo, ganz kleines Fenster, blauer Quatsch übrig. Aber ja, hatte ich die Kamera nicht schnell hier noch draußen. Ja, so sieht es denn halt hier aus. Nur für den unwahrscheinlichen Fall, das heißt, das ist doch relativ wahrscheinlich, euer Fernseher erzählt euch ja immer, oh ja, Azorenhoch, leider nicht durchgekommen oder so. Also falls irgendeiner noch auf dem Azorenhoch wartet oder so, völlig zwecklos. Die werden heute zur Wasserproduktion, zur Generation von Wolken gebraucht, missbraucht und die bringen auf jeden Fall kein schönes Wetter mehr. Wenn nicht gewünscht ist, dann machen, können die das nicht mehr bringen. Also die, sind, die können lahmgelegt werden und umgepolt werden quasi. Insofern, ja, wartet nicht drauf. Da muss es andere Lösungen geben, sonst wird das Wetter immer schlechter. Das kann ich nur immer wieder betonen. In diesem Sinne. Ciao, euer Kaspar. Hab gearbeitet, Entschuldigung, dreckige Finger. Ah.